Wunderschönen guten Morgen, ihr Freunde. Es ist wieder sehr dunkel, das ist mir aber egal. Ist gut, dass es so dunkel ist. Und ja, wie ihr seht, ich habe es nicht geschafft, die letzten zwei Tage noch jeweils ein Video zu machen. Was? Ach, das ist schon ein bisschen sehr dunkel, oder? Ich gucke nebenbei gerade Schweden gegen Südkorea an. Ich hoffe, Südkorea gewinnt. Ich habe auch 0-0 getippt, auf jeden Fall, in meiner Tipprunde. So, ich werde jetzt... es ist schon ein bisschen sehr dunkel, oder? Aber ich habe auch keinen Bock jetzt erst noch... mein Licht zu holen. Die Lampe ist total im Arsch. Wenn ich die oft bewege, dann geht die kaputt. Aber wenn ich halt hinten den Vorhang aufmache, kommt das Licht von hinten. Das heißt dann, dass es von vorne total beschissen aussieht. Was mache ich denn jetzt? Lass es einfach so. Das sieht halt schon sehr beschissen aus, weil es so dunkel ist. Aber ist egal, komm. Ich mache es jetzt einfach so. Ihr kommt schon damit klar. Scheiß drauf. Also, ich werde es jetzt einfach immer so machen, dass ich die Videos halt mache, wenn ich Zeit habe. Vorgestern Abend war ich einfach mitten in der Nacht total spät zu Hause. Hatte null Bock mehr, war komplett durch. Gestern Abend war es auch recht spät, aber also auch schon wieder 0 Uhr oder so, da hatte ich auch keinen Bock mehr. Deswegen gibt es heute jetzt ein Video und wenn ich dann dran denke, nach dem letzten Spiel heute, gibt es ja noch ein Video. Wo ist mein WM-Plan? Da, über welches Spiel müssen wir denn jetzt reden? Was war denn jetzt, also gestern auf jeden Fall und vorgestern, ne? Gestern war Deutschland... Vorgestern hat aufgehört mit Kroatien, Nigeria, es war vier Spiele, also Frankreich, Australien, genau. Frankreich, Australien hat ziemlich knapp gewonnen mit einem 2-1, war jetzt auch nicht unbedingt wirklich krasses Spiel, also war auch nicht wirklich verdient. Ich denke, das Unentschieden, das 1-1, das wäre auf jeden Fall gerechter gewesen. Australien hat ziemlich gut mitgespielt, ich bin gespannt, wenn die so weiterspielen, ob die dann nicht vielleicht sogar irgendwie eine Chance haben weiterzukommen. Wobei, nee, wahrscheinlich nicht, nee. Die haben keine Chance, die hätten mindestens unentschieden spielen müssen, noch besser gewinnen. Nee, die haben quasi ihre Außenseiterchance nicht genutzt, aber sie haben gut gespielt. Argentinien, Island, ja, überraschendes 1-1, was ist da denn los? Island hat wieder mal ziemlich gut gespielt, wobei man halt auch sagen muss, es ist ein bisschen glücklich gewesen, dieses 1-1, also im Endeffekt hätte hier Argentinien auch locker gewinnen können. Ich gehe nochmal kurz in die Statistik rein. Ja, Schüsse 27 zu 8, Schüsse aufs Tor 7 zu 2, also immer von Argentinien ausgegangen. Ballbesitz 78 zu 22, Eckbälle 10 zu 2, also es war schon ein relativ... Also Island hat wieder gekämpft, die haben genau das gemacht, was alle erwartet haben, gekämpft und es haben sich wieder alle gefreut. Aber es war schon ein glücklicher Sieg, es war schon ein glückliches Unentschieden für Island, das kann man sagen. Also Argentinien hätte eigentlich gewinnen müssen. Peru, Dänemark 0-1. Peru hatte definitiv Chancen in Führung zu gehen und das Spiel wahrscheinlich, wenn sie in Führung gegangen wären, auch zu gewinnen. Dänemark hat aber dann halt gewonnen 1-0. Ich denke, unentschieden wäre ja auch okay gewesen. Ich gucke ja auch nochmal in die Statistik rein. Ich glaube, es war ein relativ ausgeglichenes Spiel. Beziehungsweise Vorteile für Peru. Schüsse 17 zu 10, also immer von Peru ausgegangen 17 zu 10. Torschüsse 6 zu 3. Ballbesitz 54 zu 46, aber es war insgesamt schon relativ ausgeglichen. Dänemark hatte zum Beispiel mehr Ecken, 7 zu 3. War schon relativ, also wie gesagt, ein Unentschieden meiner Meinung nach wäre schon okay gewesen. Kroatien, Nigeria 2-0, da hat Kroatien zwar erst relativ spät angefangen, die Überlegenheit auszuspielen, aber ja, dann haben sie es irgendwie geschafft, wobei die Statistik auch ziemlich ausgeglichen ist. 11, also von Kroatien ausgegangen, 11 zu 14 Schüsse, 2 zu 2 Torschüsse. 55 zu 45% Ballbesitz und 6 zu 5 Eckbälle. Nigeria hatte meiner Meinung nach nicht so die geilen Chancen, von daher ist es schon okay, dass Kroatien hier gewonnen hat. Kommen wir jetzt zu den Spielen von gestern, Costa Rica gegen Serbien. Da hatte auch Costa Rica die Chance in Führung zu gehen, definitiv, haben sie aber nicht genutzt. Und dann kam halt Serbien mit dem Führungstreffer. Hier würde ich sagen, wären unentschieden gerechter gewesen. Da gab es eigentlich, ja, ich würde sagen, keine von beiden Mannschaften war wirklich besser. Hat Serbien nicht diesen krassen Freischlusstreffer reingemacht? Ich glaube, auf jeden Fall, wie gesagt, würde ich sagen, wäre hier ein Unentschieden besser gewesen. Und jetzt kommen wir leider zum Deutschlandspiel. Also, ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich sag, es ist der Weltmeisterfluch und wir fliegen in der Vorrunde raus. Es ist glaube ich das erste Mal dann in der WM, dass wir in der Vorrunde rausfliegen, aber ich denke, es wird uns diesmal treffen. Klar hatten wir Chancen, klar hätte es auch unentschieden ausgehen können und wenn es ganz, ganz vogelverrückt wild zugeht, gewinnen wir hier 2-1.
aber es wäre absolut unverdient gewesen. Wir haben absolut verdient verloren. Und krass, also ich sag, Weltmeisterfluch wird eintreten und wir werden in der Vorrunde rausfliegen. Ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe, wir gewinnen die nächsten beiden Spiele. Ich hoffe, Mexiko verliert eins und spielt eins unentschieden, dass wir als Erster weiterkommen. Aber ich denke, wir werden rausfliegen in der Vorrunde. Es wird bitter werden, aber ich denke, es wird so kommen. Leider Gottes. So traurig. Die Statistik spricht halt für komplett für Deutschland, wer das Spiel nicht gesehen hat und die Statistik sieht, wird halt denken, oh fuck, wie haben denn die Mexikaner sich das zusammengelackt? Von Deutschland ausgehend 26 zu 13 Schüsse, 9 zu 4 Torschüsse, 67 zu 33% Ballbesitz, 10 zu 16 Fouls und 8 zu 1 Eckball für Deutschland. Also, da würde man jetzt denken, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, fuck, aber hat Deutschland wieder ein Pech gehabt, Mexiko nur gelackt. Aber eigentlich hat Deutschland Glück gehabt, dass es nur 0-1 ausgegangen ist, weil Mexiko einfach so verdammt schlecht geschossen hat und so verdammt schlecht die Konter ausgespielt hat. Also ohne Scheiß, die haben im ganzen Spiel bestimmt vier oder fünf Großchancen verspielt, weil entweder der letzte Pass nicht funktioniert, doch eigentlich ja nur der letzte Pass, weil eine Großchance ist es ja auch, wenn du schießt. Also die haben vier oder fünf Großchancen vergeben, weil sie einfach den letzten Pass total scheiße gespielt haben, meistens noch einfach einen Tick zu lang, also war so schlecht von denen. Und trotzdem haben sie gewonnen, zu Recht gewonnen. Und wie gesagt, die hätten halt locker 3-4-0 gewinnen können, wenn man davon ausgeht, dass die Großchancen dann halt genutzt werden, ne? Das ist ja auch nicht so sicher, weil die hatten ja auch ein, zwei gute Schusschancen und haben die einfach sonst wo hingeschossen. Also, ich sag mal so, eigentlich ist es schade, dass Mexiko gewonnen hat. Es war verdient, die hätten auch höher gewinnen können, aber es war schade, weil sich dadurch diese Weisheit, wenn du sie vorn nicht machst, bekommst du sie hinten rein, hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Die hatten so viele Chancen und haben sie nicht vorn gemacht und Deutschland hat nicht am Ende dann das Glück gehabt und die Chance, ach, ist egal. Ich war traurig auf jeden Fall. Dann noch dieser Freistoßschuss von Groß, der von Ochoa vom Torhüter ans Gebälk, ans Alu gelenkt wurde, weil Ochoa schon ziemlich mittig stand, als Groß geschossen hat. Das war auch schade, aber gut, kann man nichts machen, ne? Dann das letzte Spiel Brasilien-Schweiz, da war natürlich für die Schweiz und immerhin hat hier die Schweiz ein 1-1 geschafft. War natürlich unverdient, weil Brasilien war die bessere Mannschaft, hatte die besseren Chancen und ja, hätten eigentlich noch ein, zwei Tore mehr machen können. Deswegen ist es ein glückliches Unentschieden für die Schweiz. Aber ich habe es gestern schon zu einem Freund gesagt. Ich habe das Gefühl, dass sich die Schweiz in den letzten Jahren zu so einer Art Turniermannschaft entwickelt. Die haben keine krassen Einzelspieler, keine krassen Einzeltalente, sind ein kleines Land, aber waren in den letzten Jahren immer eklig, haben gut gespielt, sind ja auch bei der EM über die Vorrunde hinausgekommen. Also ich habe das Gefühl, die entwickeln sich zu so einer kleinen Turniermannschaft. Bin gespannt, wie das weitergeht. Aber ja, ich denke, die kommen weiter auf jeden Fall. Schweden, Südkorea läuft gerade. Steht immer noch 0-0 in der 23. Minute. Ich habe auch 0-0 getippt bei meinem Tippspiel. Ich würde mich freuen, wenn Südkorea weiterkommt. Wie gesagt, ich mag diese Asiaten, Südkorea, Japan, die mag ich einfach sehr. Und deswegen würde ich mich freuen, aber ich denke, dass. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es 0-0 wird wegen meinen Punkten, aber ich will mich auch für ein 1-0 bei Südkorea, also über einen Sieg von Südkorea freuen. Bisher scheint auch nicht wirklich spannend zu sein, nicht viel zu passieren. Von daher, vielleicht wird es wirklich 0-0. Und dann spielt als nächstes Belgien Panama. Da bin ich mal gespannt. Panama mit eines der schlechtesten Teams im Turnier. Belgien, die Außenseiter-Favoriten, irgendwas, Geheimfavoriten. Also, ich bin gespannt. Ich denke aber. Ich denke, Belgien wird sich schwer tun, aber gewinnen. Und das letzte Spiel von heute ist Tunesien, England. Ich denke, da wird England problemlos gewinnen. Und Tunesien auch kein Torschießen. Ich denke, England gewinnt 2 oder 3-0. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde, wie gesagt, versuchen, nach dem letzten Spiel England-Tunesien noch ein Video zu machen, damit wir wieder in dem Rhythmus drin sind. Ich hoffe, dass das dann die nächsten Tage so funktioniert. Und wahrscheinlich erst am Wochenende vielleicht wieder einreist, wenn ich wieder woanders bin und ja, mit anderen Leuten die Spiele zusammen angucke. Ich denke, jetzt unter der Woche wird das nicht oft passieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten macht's gut.